Hallo, liebe Freunde des gepflegten Taktik- und Strategiespielspaßes und willkommen zurück zu Panzer Corps 2 im 45er DLC. Wir stecken mitten in Unternehmen Hydra und sind jetzt auch schon an zwei Stellen über den Fluss drüber. Und was ich jetzt hier mache, ich überlege mal, wir sind eigentlich kurz vorm Rundenwechsel. Der Panther hier, der könnte jetzt natürlich vorstoßen, aber nicht wirklich mit Erfolg, deswegen frischen wir ihn mal auf. Die Grenadiere bleiben da mal, auch wenn sie da natürlich uns jetzt nicht wirklich viel helfen. Ich will einfach nur sicher gehen, dass er uns hier oben nicht in irgendeiner Form flankiert oder so. Die sind nachgerückt. So, der Panther, komm, den frischen wir auch nochmal auf. Und die Hummel kann noch schießen. Warum habe ich die bis jetzt nicht eingesetzt? Ach so, weil die Counter-Battery kriegt. Okay, dann frischen wir sie auch auf und wir gehen in den Rundenwechsel. Ja, Counter-Battery ist natürlich scheiße. Und wir merken schon, er setzt natürlich die Flugzeuge so ein, dass er... Na gut, nicht ganz dort, wo er es gemanagt kriegt. Hallo, Priest. Die hier unten nervt. Da komme ich auch so schnell nicht ran. Und der Bunker nervt auch. Das geht nicht gut für ihn aus. Da kommt noch ein Churchill. Da kommt noch eine Matilda. Und da kommt noch ein Wolverine. Ne, oder ein Achilles. Der britische Wolverine ist das dann, glaube ich. So. Er hier greift meine Flugabwehr an. Das gefällt mir natürlich überhaupt nicht. So, wir führen erstmal unsere Flugabwehr nach. Das ist ein Jäger, das ist ein Jäger, das ist ein Jäger, das ist ein Jäger, das ist ein Bomber. Okay. Flugabwehr hier unten steht natürlich. Die Matilda ist jetzt hier so ein bisschen im Weg. Damit die Flugabwehr hier weiter vorrücken kann. Und die Torte. So, dann gehen die mal vor. Die... Tja, was mache ich mit euch? Frische ich euch auf? Habe ich noch eine frische Einheit zum Nachrücken? Ne, die muss erstmal auf sich selbst auffrischen. Dann können wir... Oh, das ist teuer. Teuer, teuer, teuer. Dann ziehen wir die erstmal raus. Wir ziehen den Mörser nach. So, die steht auf... So, ich muss das... So, jetzt auf die Matilda. Kann er sich nochmal bewegen? Nein, leider nicht. Muss ich mal kurz gucken. Kommt der bis dahin? Ja, dann nimm mal den Scout und geh mal dahin. Und dann zerlegen wir hier sein... Completely seinen ersten Vorstoß, den er da gebracht hat. So, die gehen raus. Mm.
Tja, betteln wir uns da. Warte mal, das war ja... Nee, das war nicht gut, weil wir haben ja noch den Scout hier. Nur der Scout kann sich aber jetzt gar nicht mehr bewegen, okay. So, jetzt könnten wir mit den Grenadieren schon den Flugplatz einnehmen. Gibt der Abwehrfeuer? Oh, yes, der gibt Abwehrfeuer. Dann tun wir das. Denn damit haben wir jetzt die Möglichkeit, erstmal ihn rauszunehmen. Mit ihm vorzurücken. Und hier mit unseren Jägern. Ach, guck mal, er könnte sich direkt hier hin. Und dann kann er... Und die hier oben... Oh, mein Husten. Entschuldigung, es tut mir leid. Muss ich mal gucken, ob die irgendwo noch hinkommen. Nein, leider nicht. Gut, können wir irgendjemanden von denen hier... Okay, dann machen wir ihn erstmal. Und er holt ihn mal vom Himmel. Und dann verlegen wir die Jäger darüber. Den hier frischen wir nochmal auf. Okay. So, bewegen können die sich jetzt nicht nochmal. Das war der einzige Jäger, der das Feature hier hat. Gut. Aber dann gucken wir jetzt mal, wie wir hier weiter vorrücken können. Wir haben noch eine Hummel. Die hier nervt wirklich sehr. Flugabwehr mal raus. Wir könnten damit aber jetzt unsere im Jägersupport, den wir hier haben, wir lassen mal noch einen Slot frei, weil wir brauchen natürlich noch einen für den zusätzlichen Jäger. Wir haben gar, ist gar keinen Platz mehr da. Okay. Gut, hier ist der Düsenjäger. Der wird uns jetzt höchstwahrscheinlich begrüßen. Und jetzt gucke ich mal. Ja, wir spielen den Vorstoß hier direkt. Ich will die Artillerie weg haben. So, der Scout kann nicht nochmal angreifen, deswegen geht der Panther dorthin. Okay, jetzt haben wir hier noch einen Löwe. Das ist eine Pack, ne? Hier haben wir jetzt mittlerweile auch schon einen Flugplatz. Das habe ich gar nicht gesehen. Minus 2, minus 7. So, ich guck mal kurz. Wir gehen...
Mit den Pionieren mal dahin. Ausgeräuchert kriegen wir sie nicht. Ich glaube, das war nicht die beste Idee, jetzt unbedingt auf die Infanterie. Wir hätten erstmal die Pack wegmachen sollen. Weil der Panther kriegt immer noch hart auf die Schnauze. So, der geht eins nach vorne, der gibt der Flugabwehr. Der Scout. Geht mal hier runter. Jetzt haben wir hier noch Pioniere, die rücken mal hier mit nach. Gut. Und dann können wir eigentlich in den Rundenwechsel gehen. Der Hinterhalt hat uns mehr genutzt als ihm. Okay, der muss jetzt schleunigst weg. Den können wir da überhaupt nicht gebrauchen. Er fokussiert hier. Ja, das war eigentlich fast klar. Diese Groß... Oh, Feuer. What? Bist du denn? Da ist noch eine Artillerie. Du gehst jetzt gleich raus, mein Freund. Lol. Noch ein Centurion. Und noch ein Churchill. Okay, das gefällt mir nicht. Noch ein Centurion. Au, das tut weh. Und ein Crocodile. Scheiße. Ich hasse es. Ich hasse es. Okay. Learning is, er zaubert auf einmal 5 Milliarden Centurions aus dem Hut und wir dürfen den ganzen Scheiß, den wir gerade gemacht haben, nochmal spielen. Ihr merkt meine Begeisterung. Und jetzt könnte man natürlich sagen, na, oh, wegen einer Einheit. Ja, aber die Einheiten sind halt über mehrere Jahre mittlerweile, muss man fast sagen, mitgenommen. Ich spiele das jetzt erstmal hier oben. Pack weg. So, zack. Und das ist natürlich nicht unbedingt das, was ich gerne hätte. Wie wird das jetzt hier irgendwie zu Ende bringen, ne? Okay. Dann spielen wir das diesmal so. Die lösen wir raus. Mal kurz gucken. Die geht eins vor. Oh wow, ey, diese Artillerie da oben, die nervt wirklich. Ach, und der kann eh nicht nochmal angreifen gegen den Churchill.
Du gehst erstmal raus. Vielleicht war es doch zu früh, da auf den... auf den Flugplatz zu gehen. Das gibt's gar nicht. Ich krieg die da nicht. Wir ziehen euch erstmal nach. Warum krieg... Ach so, wegen ihm hier. Weil das ein Panzerjäger ist. Die können sich gar nicht nochmal bewegen. Ach so, weil der Turtle hier den ganzen Verkehr aufhält. Ach! Ich stell das mal so. Abwehr erst mal raus. Die Hummel geht mal... Ne, der geht mal dahin. So, jetzt können wir hier erstmal mit dem Löwe die Artillerie. Und jetzt den Churchill. Und dann den Wolverine. Und ich stelle den Löwen aber mal wieder aufs offene Feld, weil in der Stadt ist es scheiße. So, wir könnten sogar noch nachrücken mit dem Panther. Da ist der erste Centurion. Ne, das ist ein Komet. So. Der Panther rückt nach. So, die frischen sich jetzt auf. Ich glaube, das ist diesmal nicht so super optimal gespielt wie beim ersten Mal, aber das ist ja genau das, was ich meinte, dass ich So, der Scout geht mal dahin, dann kann... Sekunde, jetzt müssen wir erstmal gucken. Die Flugabwehr geht dahin. Die versucht mal auf ihn zu gehen. Dafür nehmen... Ah ne, warte mal, den behalte ich mir mal noch, weil den will ich verlegen. Dann nehmen wir mal ihn hier. Ach Mann, da komme ich nicht ran. Schafft er das wenigstens? Auch nicht. Das ist natürlich jetzt kacke. Das ist insofern kacke, weil ich jetzt nicht einen einzelnen Jäger dahin verlegen will. Ich müsste jetzt auf jeden Fall noch mehr verlegen. Dass die sich in irgendeiner Form, wenigstens die zwei, dann können wir die nochmal auffrischen. So, was wir hier aber brauchen, ist auf jeden Fall natürlich eine Einheit, die den... Hier ist der nächste Flugplatz. Ja, das war jetzt klar, dass er in die Einkesselung geht. So, das sind Pioniere. Die Frage ist das jetzt so schlau? Weil... Warte mal, ich kann die Arti dorthin legen. Wir müssen die ja nur rauskriegen. Minus 2. Perfekt, und weil jetzt können wir nämlich die Pioniere da hinlegen und jetzt hätten wir rein theoretisch eine Arti nachziehen können, jetzt haben wir aber keine mehr. Ja, okay,
Ist dann jetzt halt so. Pioniere. Der. Was ist denn das für ein Geländefeld? Felder. Ne, dann lassen wir doch jemanden dort stehen. Die Pioniere. Gehen mal mit da hoch. Dass wir das jetzt alles nochmal spielen müssen, das nervt mich wirklich ein bisschen, muss ich zugeben. Der Löwe nimmt den Bunker raus. Der Panther frischt sich auf. So, und die Flugabwehr. Da gehen wir mal mit den Grenadieren. Die haben wir ja vorhin so wunderbar verloren. Die schicken wir mal hier hoch. Die Flugabwehr geht dahin. So, und jetzt, weiß ich nicht. Versuchen wir es einfach nochmal, oder was? In der Hoffnung, dass wir diesmal alle überleben. Der Scout kann sich noch bewegen. Aber da sehe ich jetzt gerade nichts Sinnvolles, was ich mit dem machen könnte. Ich könnte mit ihm aber erstmal ihm den Flugplatz wegnehmen. Keine Ahnung, was das bringt. Der hier, ich für den mache vorne. Okay, so, Rundenwechsel. Na, hier im Süden hat er jetzt. Ah, die kommt hin. Sehr gut. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. So, da kommen jetzt hier seine. Er greift die Artis nicht an, weil die gedeckt sind. Okay. So, das war klar. Noch mehr Artis. Jetzt kommen seine komischen Panzer. Noch mehr Panzer. Noch mehr Panzer. Aua. Black Prince. Ja. Jetzt hör doch mal auf. Okay. So, was wir jetzt auf jeden Fall machen müssen, wir müssen erstmal hier auffrischen. Wir sagen ihm Hallo. Jetzt die Sache. Nehmen wir ihn, der geschwächt ist dafür. Und kümmern wir uns hier um. Oh, verdammt. Warte mal, wir gehen mal mit ihr hier hoch. Mit den Jägern komme ich nicht weiter dahin, ne? Dann müsste ich jetzt auf jeden Fall wieder welche verlegen. Das tun wir auch. Die letzten, den Doppeljäger auch noch. Könnte ich da jetzt auch noch welche hinstellen? Huch. Ja. Jetzt ist der Flugplatz voll. Okay, dann spielen wir das halt doch anders. Was haben wir denn hier überhaupt? Was bist du denn? Du bist ein Firefly Tulip. Das ist ein Firefly mit Artillerie dran. So, und hier haben wir jetzt einen Typhoon und einen Moskito. Den Moskito kriege ich theoretischerweise raus. Den Typhoon leider nicht. Aber hey, immerhin einer. So, und hier im Süden merkt man schon, hat er auf einmal gar keinen Bock mehr mit Flugzeugen. So, der Panther, der muss natürlich aufgefrischt werden. Wir müssen jetzt mal gucken, wie wir hier weitermachen. Er schafft leider den. Warte mal, mach erstmal den. Ehrlich? Was ist das denn? Ich will an diese scheiß Artillerie hier ran. Das ist mein Problem.
So, mein Freund. Du kannst mich mal am Zipfelchen. Oder warte mal, gibt der noch Abwehrfeuer? Unterstützung? So. Dann ist erstmal Ruhe im Karton jetzt hier. Wir frischen die auf. Wir... Das ist ein E75. Er kriegt den aber auch nicht raus. Okay. Das ist ein Tiger 2. Oh doch, geil, der kriegt den raus. So, dann wollen wir mal gucken. Wir könnten jetzt einfach stumpf den Scout hier hinstellen. So. Und jetzt haben wir noch Mr. Firefly. Okay, perfekt. So, hier oben. Dann nehmen wir die raus. Jetzt haben wir hier Artillerie-Support. Okay, sehr gut. Aber ihr wisst ja, wir müssen eigentlich nur hier hin. Wir müssen uns mit den anderen Ecken hier oben gar nicht so intensiv beschäftigen. Eigentlich ist es unsere primäre Aufgabe, jetzt in die Tiefe zu stoßen. Und hier gar keine Fissematentchen noch groß mit anderen Sachen zu machen. Von daher... Gehe ich mal da hoch. Hallo. Da hoch. Der Löwe geht mal dahin. Wir versuchen die mal genau einzukesseln. Das sind Grenadiere. Die gehen mal dorthin. Ich will nicht, dass sie doch wieder weggebumst werden. Und wir stellen mal eine Hummel dahinter. Die andere Hummel. Warte mal, das sind Pioniere dahin. Dahin, okay. Er kann maximal dahin gehen. Wow, er könnte damit sogar die Hummel angreifen. Und macht ihr richtig Damage. Das ist interessant. Das ist natürlich jetzt so, warum, wieso, weshalb? Finde ich jetzt scheiße. Finde ich jetzt richtig scheiße. Aber ihn jetzt hier deswegen anzugreifen, finde ich auch bloß scheiße. Kann ich jetzt nicht ändern. Wenn er das macht, dann wird es teuer für die Hummel. Ich hoffe natürlich, dass er das nicht tut. Das werden wir aber dann erst beim Rundenwechsel erfahren. Und den machen wir... erfahrungsgemäß ja erst beim nächsten Mal. Oh, guck mal. Ach ja, keine... Nee, da ist auch eine Pack dahinter. Gibt der hier Abwehrfeuer? Ja, eher. Aber nur gegen... Oh. Bin mir ehrlicherweise nicht sicher, ob das eine gute Idee war. Sollen wir mal abwarten. Wir könnten... Nee, können wir nicht. Wir können... Ich bin mir nicht sicher, ob wir hier eine Arti hinstellen sollten.
Wir decken das mal. Die lasse ich jetzt mal. Der Mörser geht mal hier hin. Die zusätzlichen Flugplätze, die werde ich jetzt gar nicht brauchen, denke ich mal. Die lasse ich erstmal noch nicht im Einsatz. Und dementsprechend würde ich sagen, gehen wir für heute in den Feierabend. Wenn es euch gefallen hat, lasst dem Video gerne einen Daumen nach oben da. Mein Dank geht raus an meine kleinen und großen Kanalunterstützer. Namen nicht genannt, Game One Fan, Kulle, Grovin, Kirtano, Carbine, Baron, Heimdall, Klumpen und Roblitz. Und wir sehen uns dann wieder zu einem der nächsten Videos. Macht's gut, ciao, ciao, euer O'Herr.